Wie findest du die Bundeswehr? Oh, gute Frage, Skolex. Schwierige Sache. Also ich persönlich bin kein Fan von der Bundeswehr. Ich bin auch kein Fan von der Army. Jetzt nicht nur deutschlandweit Bundeswehr, sondern allgemein. Und ich finde einfach Krieg dumm und blöd. Leider ist aber Krieg nicht was, was wir entscheiden können. Krieg ist die Sache der Mächtigen. Die Mächtigen entscheiden darüber, ob Krieg stattfindet oder nicht. Und warum? Weil die Geld haben. Das heißt, Geld regiert die Welt. Die Welt stimmt an dieser Stelle. Weil wir aber leider nichts dagegen machen können, es ist auch dann schade für uns, weil du kannst so oft sagen, wie du willst, dass du Krieg nicht gut findest. Krieg wird weiterhin bestehen bleiben. Allein aus diesem Grund schon, dass wir, sagen wir mal, es gibt Krieg zwischen zwei Ländern. So. Das eine Land sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Krieg. Wenn das eine Land aber sagt, nö, ich will aber weitermachen, dann musst du auch irgendwie kämpfen. Also du musst zumindest dich verteidigen können, sonst wird dein Land eingenommen. Und irgendwie finde ich es auch gut, dass wir die Bundeswehr haben, sonst wahrscheinlich so viele Nationen einfach in Deutschland reinmarschiert werden, wie es damals geschichtlich gesehen war. Und dann würden wir wahrscheinlich jetzt heute hier gar nicht sitzen können. Ich warte wahrscheinlich gar nicht diesen Stream hier machen können. Schwierige Angelegenheit. Also ich persönlich bin kein Fan davon, von der Bundeswehr. Ich wollte mal eine Zeit lang für mein Land sterben, für die Türkei. Wollte unbedingt in die Bundeswehr. Aber mit der Zeit hat sich das einfach so gelegt und ich habe mir dann überlegt, yo Bro, will ich das wirklich machen? So, ich weiß nicht. Dann habe ich irgendwann bemerkt, das ist gar nicht so mein Ding. Dann habe ich mich abgewendet von der Ideologie überhaupt. Bewerben ist halt so eine Sache. Ich meine, letzten Endes, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Bundeswehr hier, je nachdem, wo du dich bewirbst, ich meine, du kannst auch beim Bund arbeiten, aber musst ja nicht unbedingt schießen. Du kannst ja auch, was weiß ich, in der Verwaltung arbeiten oder beim IT oder was weiß ich. Es gibt mittlerweile so viele Branchen. Das heißt, wenn du sagst, ich arbeite bei der Bundeswehr, heißt es noch lange nicht, dass du Soldat bist. Du kannst ein Techniker werden. Du kannst bestimmt irgendwelche architektmäßig irgendwelche Sachen zeichnen. Also je nachdem, wo du halt eine Ambition, also eine Richtung bevorzugst, kannst du das auch bestimmt verfolgen. Safe, da bin ich mir sicher. Aber also im schlimmsten Fall, wenn falls du dich dafür interessierst, weil dann müsst du halt, ich bin mir nicht sicher, aber bist du dann verbeamtet als Bundeswehrtätiger Arbeitnehmer? Ich weiß nicht. Wenn es so ist, optimal, dann bist du verbeamtet. Was willst du mehr, Digga? Also in Deutschland, wenn du verbeamtet bist, bist du verbeamtet? Okay. Wenn du verbeamtet bist in Deutschland, Digga, du hast das beste Leben überhaupt. Und wenn du sagst, das ist was für dich, du kommst mit der Bundeswehr klar, optimal. Die Bundeswehr in der Türkei ist zum Beispiel komplett anders als die Bundeswehr in Deutschland. Hier in Deutschland würde ich das sogar auch vielleicht sogar, also hätte ich es eher in Betracht gezogen, als in der Türkei das zu machen, weil hier bringt es einfach nichts, weil, ah nee, da bringt es einfach nichts, weil da ist meistens immer so, yo, wir schießen, wir kämpfen, mehr ist da eigentlich meistens nicht. Wenn du aber jetzt hier in Deutschland arbeitest, kannst du meiner Meinung nach auf jeden Fall auch dich gut steigern, gute Karrierechancen haben. Ist wieder komplett was anderes, das würde ich sogar eher bevorzugen. Also wie gesagt, ich bin kein Fan von Bundeswehr. Ich finde es aber gut, dass wir eine Bundeswehr haben. Muss ich leider gut finden, weil wir brauchen ja irgendwie auch, was uns quasi als Land und die Völker verteidigt, beschützt. Das brauchen wir auch irgendwie. Von daher bin ich da auch ein bisschen also im Zwiespalt. Ich kann da auch nicht viel sagen, um ehrlich zu sein. Aber interessantes Thema. Schön, dass du es angesprochen hast. Listen.